Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir testen jetzt Koreanisch. Zwar brandneu, so Hot Stone Grill. Ich würde das so Barbecue Mini nennen, Korean Barbecue Mini. Für den Insi-Modus perfekt. Heute sind wir hier, Leute. Kimbo Hot Stone and Grill. Schaut sich das an. Schöne Bilder zumindest. Korean Stone and Grill. Von Vietnamesen aber. Kimbo. Das gibt's abends, so ein bisschen fancy, größere Platte. Mittags haben die, oh, haben die Drinks? Nein. Mittags haben die so eine Mini-Platte. Perfekt for the Insi Mode. Ja, da ist es, Leute. Bisschen Werbung hier. Ich mache ganz viele Dinger. Deals. Schön gemacht. Schön gemacht, ja. Leute, kennt ihr diesen Malatang-Hype, der Deutschland erobert hat? Ich hasse den. Aber das wird ja geworben als Hotpot for One. Mini-Hotpot. Und ich will das Korean Barbecue übernehmen. Dieses Korean Barbecue for One soll den Malatang überholen. Ich bringe das auf die Karte. Ich hype das. Wenn das irgendwann mal in einem Jahr überall gehypt ist, ihr wisst, hier war der Ursprung. Ich habe es gestartet. Ein paar Soßen, diese eine Mais, Korean Fried Chicken, Tteokbokki und natürlich Bibimbap mit Bulgogi. Das für die heiße Platte. Aber wir müssen erstmal hier ein bisschen Platz schaffen und essen. Let's go! Leute. So, eine kleine Fleischplatte, Leute. Man kann natürlich mehr dazu bestellen oder wenn ihr abends kommt, gönnt euch eine größere. Das ist ja hier Mini für Mittagessen. Und das ist so die Platte. Und Kuss geht raus. Ich glaube, die haben uns hier ein Stück Wagyu geschenkt. Also alles ist geschenkt, aber nochmal oben drauf. Du bist die Köchin hier. Das Wasser, da am längsten drauf, muss zuerst drauf. Mehr von dir. Gemüse? Ja. Fleisch spielt vor sich hin. In der Regel, wenn ihr Korean. Super. Fleisch brät vor sich hin, Leute. Normaler, also jetzt passt genau alles drauf, also eine Runde sozusagen. Normalerweise, wenn ihr Korean Barbecue geht, gibt es mehrere Runden und dann immer Fleisch drauf, bisschen saufen. Kuss geht raus an Schweigerbräuch, meinen neuen Sponsor. Bisschen saufen, ein paar Snacks und dann das Fleisch, bis es fertig ist. Und dann ein bisschen quatschen. Es geht eher um die Gesellschaft. Aber hier ist halt Lunch Business. Und hier ist halt Fokus Lunch. Gönnt euch hier. Und was tun wir jetzt? Wir gehen rein mit dem Chicken. Medium, aber ich denke, ja, passt. Ja, mach wie du willst. Oh, fried chicken nicht schlecht. Relativ saftig und gute Krustigkeit. Gute Panade. Wie nehmen wir schön sizzling hot. Richtig viel Fleisch. Danke.
probiert. Also viel besser als das letzte Mal, wo wir hier waren. Das ist schon das. Also für mich das dritte Mal, dass ich hier bin. Es ist sozusagen eine zweite Chance mäßig. Die arbeiten dran. Verschiedene Konzepte versuchen sie durch. Und tatsächlich, Essen wird immer besser. Hier gehen wir rein, das Stück Wagyu. Ja, eine Schüssel war gut. Das darfst du nicht auch. Okay, zwei. Ja. Dann haben wir das hier aber. Achso, da ja. Soll ich dein Fleisch auch schneiden? Nein. Okay. Noch ein bisschen mit dem Ei. Normal tut man diese Soße hier rein. Gochujang, oder? Ich finde, man sollte hier eine Mam rein tun. Fischsoße. Anstatt das hier. Und dann wird es viel geiler schmecken. Aber es ist solide. Also. Stabiles Mittelfeld, was Bibimbap angeht. Side-Dish, Tteokbokki, Leute. Asian Girls lieben das, die sehen das immer in den K-Dramen. Dazu kann ich nicht viel sagen. Geile Konsistenz. Nice job. Aber ich habe jetzt nicht die Vergleichsquellen, um sagen zu können. Gut ist oder nicht. Gut, spicy, Mann. Schon scharf. Schon scharf? Ja. Gut gewürzt. Reis muss immer sein. Thank you, thank you. Den Mais probieren. Ich wollte den Mais probieren, ich wollte ihn nicht pur essen, Leute. Ist gut, aber ist mir zu cremig. Also er soll so cremig sein, aber ich mag es nicht so cremig. Aber gut. Double Carbs, Kartoffeln und Gleis, Todessünde. Die haben sich zu einem guten, soliden Laden gemausert, oder? Voll. Ich finde auch. Und gehen wir zum letzten Mal? Das letzte Mal hatten die nicht mal Side-Dishes. Ein Fehler von mir. Ich habe das Fleisch vorher nicht in dieses Öl mit Salz reingedippt. Und dann geht's. Das ist ein Hack, Leute. Diese Soße hier, nicht danach, sondern davor drauf tun, meinte sie. Das soll bei dem Laden hier besser laufen, Leute. Wir sind hier gerade die Einzige, okay, ist, die machen hier gleich dicht, aber auch davor war gerade nicht so viel los. Und das, obwohl sie eine fette Kooperation gerade mit der Größe in München gehabt hatten. Die Reichweite scheint zu kügeln. Oder die Conversion Rate ist dann nicht so hoch, weil sie halt einfach alle zeigt. Ich will mich ja nicht selbst beweihräuchern, Leute. Aber wie wird es die bei mir abgehen?
die Läden schreiben mir, ey, Bruder, was hast du getan? Du hast uns komplett gefickt. Komplett ausverkauft am nächsten Tag. Ja, gut, danke. Mhm. Like, kommentiert das Video und teilt es, Leute. Wir bringen Mini-Hotpot auf die 1. Wir verdrängen Malatang. Mini-Hotpot? Oh mein Gott, ich meinte Mini-Korean Barbecue. Schande über dich. Ja, Mann. Wie findest du das Konzept so? Richtig gut, mit Haus. Das jetzt ist so ein bisschen Abakus-mäßig. Ja, genau. Aber in groß, also in groß, etwas größer und mehr Fleisch. Ist so dazwischen. Also, es ist halt eine Stufe halt unter Barbecue. Also, Barbecue ist ja manchmal aufwendig, das dauert auch lange und das ist halt so für Mittagspause halt so. Genau, für eine Person genau. Mega geil. Auf uns, Leute, auf die Mine. Schaut, Leute, diese Soße ist wie ein bisschen wie nimmt man. Das ist eine Das wird noch zerstört. Das ist die noch heiße Platte. Kuss geht raus an Kimbo Hot Stone Grill Plate Korean Barbecue. Neu. Nicht im Hype, aber ich versuche es zu hypen. Mini Grill. Perfekt für Mittagessen. Perfekt, wenn du alleine bist, aber trotzdem Bock auf Korean Barbecue hast, weil normalerweise ist es immer ab 2 Personen. Manchmal will man einfach so hier ein bisschen Fleisch drauf und dann anbraten, schön mit seinem Reis essen, vielleicht ein bisschen Alkohol dazu trinken und dann wieder abzischen. Schaut's gerne vorbei, das war's von mir. Wie immer, like, subscribe, kommentieren, check die Videos auf mir auf Instagram, TikTok. Serious Business und ciao.